Ja, da darf ich euch jetzt alle ganz herzlich begrüßen als ein sogenannter Zeitzeuge. Für mich ist das auch eine Art Premiere, als Zeitzeuge vor so einer Klasse zu stehen. Mein Name ist Eduard Fiedler und ich stamme aus dem Eichsfeld. In der Schule hatten wir Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkundeunterricht. Und Staatsbürgerkundeunterricht war wirklich ganz speziell darauf ausgerichtet, die jungen, heranwachsenden Leute in einem Gymnasium mit den Grundlagen des Marxismus, Leninismus vertraut zu machen, der die philosophisch-weltanschauliche Grundlage ist für den Aufbau des Sozialismus. Und da haben wir alles gelernt, was mit Marx zusammenhängt, Kapital und so weiter und die Gegensätze und Dialektik, die da eine Rolle spielt. Und man merkt natürlich und vor allem, dass das eine wissenschaftliche Weltanschauung ist, die da sich entwickelt und wo natürlich die Religion eine absterbende Rolle spielt. Und die Religion und der christliche Glaube waren von der Seite der fortschrittlichen sozialistischen Weltanschauung her gesehen nur Überreste aus der bürgerlichen Zeit. Und Opium, hatte Marx gesagt und Lenin noch mehr betont, ist Religion ist Opium für das Volk. Also wo mit der Religion, mit dem christlichen Glauben sich die Menschen etwas vormachen, um sich mit der Misere, die sie auf der Erde erleben, sich ein ewiges Leben vorzustellen. Und deswegen kann man das hier einigermaßen ertragen, anstatt so wie der Sozialismus das will, sich die Sache selbst in die Hand zu nehmen und eine neue klassenlose Gesellschaftsordnung aufzubauen. Wie war das, wir merkten, es ging eigentlich nicht mehr weiter so richtig, obwohl die normalen DDR-Bürger alle sagten, ja, der Sozialismus geht immer weiter, es geht immer seinen Gang, es wird schon irgendwie weitergehen, obwohl man merkte, es stimmt hinten und vorn nicht mit dem, was jetzt wir zu kaufen kriegten oder was produziert wurde. Nur dann, als die Sache wirklich, da haben wir ja von den Demonstrationen in Leipzig gehört, ja, das war wirklich fundamental, dass in Leipzig die Montagsdemonstration, die im Anschluss an ein Friedensgebet. Und sowas wie ein Friedensgebet, das hatte sich innerhalb der Kirche auch herumgesprochen, dass das wirklich schon etliche Jahre vorher auch schon lief. In Leipzig, in Erfurt, sogar bei uns in Heiligenstadt gab es solche Initiativen, dass man in der Kirche sich zu kleinen Gruppen versammelt hat. Und, aber das war natürlich von Leipzig aus, war das ein wunderbares Erleben, dass dort sich immer mehr Leute, dass von der Kirche raus, von der Nikolaikirche, diese Demos sich entwickelten. Und mit dem Vorzeichen gewaltfrei wollen wir jetzt versuchen, Änderungen in unserer Gesellschaft herbeizuführen. Und dann hatte sich eine Gruppe gebildet, Demokratische Initiative in Heiligenstadt, wo ich mitgearbeitet habe dann. Und wir haben so einen Plan gemacht. Es liefen in Heiligenstadt in den Verein, war aber schon unabhängig davon geplant, so eine Art Volksmission. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt hier. Innerhalb der katholischen Kirche gibt es seit Jahrhunderten so eine Einrichtung, dass manchmal Pfarreien so ein bisschen neu auf Vordermann gebracht werden und dann von irgendwoher Prediger kommen und eine Woche lang intensiv Gottesdienste gehalten werden und so und die Leute angesprochen werden. Das war für diesen Mitte Oktober 1989 organisiert gewesen, unabhängig von der Entwicklung, die im Lande passierte. Und da hatte man darauf Rücksicht genommen, erst wenn diese Mission durch ist, dann wollen wir an die Öffentlichkeit treten und auch eine Demonstration organisieren und Friedensgebet offiziell machen. Und dann war Ende Oktober am Montag, am 30. Oktober in Heiligenstadt,
Das war allerdings nachdem am 9. Oktober in Leipzig schon diese wunderbare Demonstration abgelaufen war, wo etliche Tausend auf der Straße waren und die Stasi und Militär in den Nebenstraßen stand und es auf die Entscheidung ankam, greifen die jetzt militärisch ein und versuchen die Demonstration einzudämmen oder geht das gut? Und das ist dann gut gegangen und das war eigentlich für mich innerlich auch ein Antrieb, dass es kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Aber trotzdem war das eine gewagte Sache, dass wir auch in Heiligenstadt dann solche Demonstrationen organisiert haben. Der Egon Krenz, der hat nun versucht, darauf einzugehen, auf die Demonstration, hat die Parole rausgegeben, wir wollen jetzt einen Dialog führen, und aber nicht auf der Straße, sondern in den Räumen, die wir zur Verfügung stellen, soll jetzt diskutiert werden darüber. Aber es war zu spät für einen wirklichen Dialog, sondern es mussten die Forderungen, die in den Leuten angewachsen waren, mussten wirklich jetzt ganz öffentlich auf der Straße genannt werden. Und deswegen hatten wir dann für diesen 30. Oktober, wo auch in Heiligenstadt zu einem Dialog in verschiedenen Sälen eingeladen worden war von der offiziellen Parteiführung in Heiligenstadt, da haben wir gesagt, nein, nach dem Friedensgebet machen wir einen Zug zu dem Friedensplatz vor das Stadtschloss, wo der Rat des Kreises, so war die, was jetzt meinetwegen Landratsamt wäre hier in Heiligenstadt, das war damals zu DDR-Zeiten bei uns die Bezeichnung für die SED, für die Leitung des Kreises. Dort sind wir hingezogen und hatten vorher so verteilt, so der sagt dazu was, der sagt dazu was und zu verschiedenen Statements. Und da sind wir dann nach dem Friedensgebet in diese Richtung gezogen, durch Heiligenstadt hindurch. Das waren so ein Zug von vielleicht 2 bis 3 Kilometer und das wuchs immer mehr an und es kamen dann diese Parolen auf Demokratie, jetzt oder nie und so etwas. Und das war eine wunderbare Stimmung. Meine Frau hat das mal beschrieben. Die lief dann so 1, 2 Reihen hinter uns, die da die Sache vorbereitet hatten. Sie hat dann gesagt, das war jetzt fast so wie so kleine Jungs, die sich auf Weihnachten freuen. Aber es war, ich sage das so, aber es war auch nicht ungefährlich, dass trotzdem noch da, es gab zum Beispiel Listen, wo genau festgeschrieben war, die und die, die machen da mit. Wenn das möglich ist, kann es sein, dass wir die in Internierungslager bringen und dort versuchen, die Sache in den Griff zu bekommen. Mit dem Wiedervereinigung. Ja, die Wiedervereinigung. Ich war damals innerlich sehr, sehr euphorisch. Das war eigentlich toll zu erleben, ich lag abends im Bett und es haben sich automatisch solche Formulierungen ergeben, du könntest das so sagen, könntest das so sagen und sowas alles. Ich war in diesen Monaten September, Oktober, November nicht davon angetan, dass wir ein einheitliches Deutschland werden, sondern ich hatte diese Vorstellung, hat sich natürlich als im Nachhinein utopisch herausgestellt, aber hatte echt diese wunderbare Vorstellung, jetzt könnten wir in der DDR für uns wirklich durch Diskussion und Dialog ein wunderbares neues System aufbauen. Und dann kam der 9. November mit dieser Sache, dass da der Günter Schabowski durch so einen komischen Versprecher und die Sache entwickelt hat, dass die Reiseerleichterung und dann es gilt jetzt, hat er gefragt, wurde auf Nachfrage von einem Reporter aus dem Westen, ab wann gelten die neuen Reisebestimmungen? Ja, ab sofort. Und das war so ein Wort, was die alle aufgegriffen haben,
die das gesehen haben und jetzt, ja, jetzt ist die Grenze, wir können jetzt ab sofort, können wir nach dem Westen gehen und dann hat sich dann das so spontan so ergeben, dass die Mauerdurchlässe, dass sie durchgekommen sind nach West-Berlin. Und dann einen Tag später, und das war eine euphorische Stimmung. Ja, und von da ab war klar, oder es hat sich immer mehr herausgestellt, dass diese Vorstellung, die viele auch hatten, auch besonders von dem Neuen Forum und so, dass man versucht hätte, den Sozialismus zu reformieren. Ich habe nicht die Vorstellung gehabt, dass man den Sozialismus reformieren könnte, aber dass man vielleicht ein anderes System aufbauen könnte, als hier im Westen, das sich entwickelt hatte. Ja? Ich war nie davon überzeugt, dass das hier im Westen das tollste System ist, ja, was es so gibt. Aber natürlich ist hier Freiheit und Demokratie und was alles möglich ist. Ja, aber klar, ich habe inzwischen auch eingesehen, dass die Demokratie ist quasi immer auf dem Spiel, muss immer versucht werden, über die Runden zu retten und die Gesellschaft muss einen Ausgleich finden.